Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest 3. Wir haben nach langer Zeit mal wieder beim letzten Mal aufgehört, mitten in einem Dungeon. Und das, was hier passiert, ist gar nicht so uninteressant und auch gar nicht so ungefährlich, denn ich bin nicht wie gewöhnlich mit meiner ganzen Truppe unterwegs, sondern im Alleingang nur mit unserer Heldin. Und ich meine, diese komische Steinstatue, die wir da gerade gesehen haben am Ende der Sackgasse, die wird unser Ziel sein und wahrscheinlich auch der hiesige Boss. Und ich bin sehr gespannt. Oh, die hatten wir beim letzten Mal gar nicht. Ich habe ja gegen Ende dann die Kämpfe rausgeschnitten. Bisher waren ja auch keine Gegner dabei, die wirklich problematisch waren. Also so rein levelmäßig sollte das auf jeden Fall passen. Und die obere Route, die bin ich bisher noch nicht abgelaufen. Keine Ahnung, ob man das irgendwie hätte abkürzen können oder ob ich eine 50-50-Chance beim letzten Mal hatte und das vergeigt habe. Ich weiß es nicht. Aber ich habe wieder ein bisschen was im Vorfeld getan, um Zeit zu sparen. Ja, diese Fratzen haben uns auch beim letzten Mal die ganze Zeit gewarnt. Vielleicht zu Recht, aber ich meine, man muss irgendwie an denen vorbei, weil es sonst hier nicht weitergeht. Ich weiß, was ich mit dem Zen-Buch machen möchte, wenn wir wieder mit der ganzen Truppe unterwegs sind. Und ich kann zumindest ein bisschen jetzt die Position des Geisterschiffs eingrenzen. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben beim letzten Mal den Wandelstab oder Mutationsstab bekommen. Den nennt ja irgendwie auch jeder anders. Oh, oh. Und dafür im Gegenzug den Seemannsknochen dann erhalten. Also nachdem wir das bei einem alten Herrn mal ausgetauscht haben. Und ja, das Ding soll irgendwie Voraussetzung sein, um das Geisterschiff zu finden, von dem uns die Piraten erstmals erzählt hatten. Also, ja, ein bisschen was haben wir zu tun. Ich glaube, achso, das sind sogar zwei Statuen. Vielleicht kommt hier gar kein Boss. Frage ist nur, ich meine, wir sollen ja hier eine Prüfung absolvieren. Besteht die Prüfung jetzt darin, die Kisten zu plündern? Die stehen bestimmt auf und dann bekämpfe ich beide gleichzeitig. Oha! Eine Kugel. Okay. Ist damit meine Aufgabe erfüllt? Ich wollte jetzt eigentlich so einen epischen Bosskampf haben. Also einer, wo ich natürlich dann nicht sterbe am Ende. Aber, naja, gut, was nicht ist, das ist nicht. Da habe ich ja voll umsonst jetzt meinen Heilkraut hier verpasst. Also nicht, dass das das teuerste und wertvollste Item ever wäre, aber, naja, gut, ich weiß gar nicht. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, versucht zu heilen. Und das ging irgendwie nicht. Warte mal. Ja, guck mal, das sieht voll kaputt aus. Als wäre mein Spiel irgendwie kaputt. Anstatt einfach so ein kleines Fenster einzublenden, wo drin steht, geht hier nicht oder so. Oder ist aktuell nicht möglich. Oder edler formuliert, als ich es gerade tue. Aber wisst ihr, was ich meine? So ein kaputtes Fenster zucken ist, finde ich, nicht die eleganteste Variante, jemandem mitzuteilen, dass das nicht geht. Aber eigentlich ist das relativ rentabel hier, weil die Kämpfe gehen schnell und ich finde, die werfen halt sehr, sehr viel Erfahrung ab. Ich meine, das würde sich unter normalen Umständen wahrscheinlich auf die einzelnen Köpfe des Teams verteilen und so sahnt Negoya im Alleingang ab. Kann man mal machen. Obwohl das, glaube ich, andere Teammitglieder dringender nötig hätten. Aber ich bin gleich sehr gespannt, was passiert, wenn ich das Zen-Buch auf Samantha übertrage, weil sie, das habe ich in älteren Kommentaren jetzt nochmal rekonstruiert. Ich muss jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? Ich weiß doch gar nicht mehr, wo ich hin muss. Warte mal, ich glaube, die Treppe, über die ich kam. Ey, nicht, dass ich jetzt irgendwas übersehen habe. Ganz am Ende. Aber ey, komm, das ultimative Ziel muss doch die blaue Kugel gewesen sein. Und wahrscheinlich das Durchwurschteln bis zu ihr hin, aber dass man jetzt so die ganze Route nochmal zurücklaufen muss. Oh, okay. Gut, ich bleibe aber dabei, dass ich erstmal die angreife. Ja, bei dem Metallschleim, wenn ich nur alleine bin, das ist
Das ist halt jetzt irgendwie nicht so motivierend, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, halt eher mau ist. Es sei denn, Frau Negoya schafft es mal irgendwie einen Crit zu landen. Wobei, einmal muss sie noch treffen, ne? Dann war es das. Ja, das war klar. Aber die Höllenhornis habe ich besiegt. Hey, man muss auch die kleinen Triumphe feiern. Ich glaube, das war jetzt die Treppe, über die ich erstmals hierher kam. Sieht auf jeden Fall richtig aus. Jawohl. So viel weiß ich noch. Ich habe nämlich klug gehandelt, auch wenn das nicht immer in meiner Macht steht. Aber ich nehme das jetzt am gleichen Tag auf wie den letzten Part auch. Das heißt, ein bisschen bin ich noch drin. Und das kommt uns allen, glaube ich, zugute. Ich habe jetzt nur ein bisschen halt nochmal in den älteren Kommentaren gestöbert. So, sehe ich hier noch? Komme ich auf einmal durch bis zur Sackgasse, weil die Kämpfe gehen hier super schnell. Auch wenn das viele Gegner sind, das sieht auf den ersten Blick so viel aus. Aber ich bleib dabei. Am nervigsten sind die Ritter. Ja, guck mal, jetzt fliehen die hier sogar schon vor mir. Alles klar. Ich glaube, der Wing mit dem Zaunpfahl im Hinblick auf... sag schon, dass die Kämpfe schnell gehen. Ich glaube, das ist angekommen. Finde ich auf jeden Fall gut. So, wie war das jetzt hier nochmal? Ich musste nach oben hin raus, oder? Naja, auf jeden Fall werden wir das heute hinkriegen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir heute überhaupt schaffen. Hatte ich beim letzten Mal eigentlich noch irgendwas offen? Eigentlich nicht, ne? Das war das mit dem Buch. Und das war das mit dem Schiff. Und wenn wir das Schiff irgendwie gefunden haben und da die nächste Kugel mitgenommen haben, dann weiß ich ehrlich gesagt schon wieder gar nicht, wo es weitergehen soll. Aber vielleicht gibt es ja einen Hint, wenn wir die nächste Kugel finden. Oder ich muss auch nochmal irgendwo, keine Ahnung, wildern in alten Parts. Oder den NPCs nochmal besser lauschen. In Zipango hatten wir ja auch eine Kugel, ne? Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe das irgendwann mal durchgezählt und erschrocken festgestellt, dass ich bei nur zwei war, obwohl sich das irgendwie nach mehr angefühlt hatte. Aber ich glaube, jetzt habe ich inzwischen... War das die vierte? Kann das sein? Ich weiß nicht. Kann das sein, dass ich schon wieder zwei Schaden gemacht habe und der im letzten Moment geflohen ist? Also langsam frustriert das ein bisschen. Ach so, ich kann ja hier aber jetzt gar nicht alle... Ja, ich kann gar nicht alle einsehen, weil ja teilweise die anderen Charaktere das auch noch in ihrem Inventar haben. Ach so, stimmt. So war das. Okay. Kriege ich jetzt noch eine Belohnung von dem Wächtertypi? Ach so, nee. Hä? Okay, irgendwas spiele ich gerade. Oh, da ist meine Truppe. Wo ich mit... Was spiele ich denn gerade? Ach, das Octopath Traveler. Genau, mit der Taste versuche ich die ganze Zeit zu rennen und das geht gar nicht. Gott sei Dank seid ihr in Ordnung. Ich war besorgt. Komm schon, beruhige dich jetzt. Was? Willkommen zurück. Ich bin froh, dass ihr in Ordnung seid. Konntet ihr den Test bestehen? Keine Ahnung, was der Test jetzt konkret war. Oh, ihr seid ganz sicher hartnäckig. Welche Tapferkeit. Ich kann mir kaum vorstellen, was dort drin passiert ist. Nun, wie ihr meint. Hä? Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass ich den eigentlichen Test gar nicht bestanden habe. Guck mal, warum reagiert er denn so komisch? Oder ist das einfach nur komisch übersetzt? Nun, wie ihr meint, so nach dem Motto, eure Arroganz wird euch irgendwann nochmal bestrafen, wenn ihr meint, dass ihr den Test bestanden hättet. So, wisst ihr, was ich meine? So klingt das für mich. So, wer bist du nochmal? Man sagt, dieser Schrein wäre der Nabel von Gaia. Erinnert ein Bauchnabel auf der Weltkarte. Okay. Das hat er beim letzten Mal schon gesagt. Ich weiß, das ist nicht neu. Aber ich mache mir zum ersten Mal... War ich hier schon mal drin? Ja, na klar, da ist doch der Schleim gewesen. So, gut. Dann lasst uns jetzt mal Dinge machen. Und jetzt haben sich alle gefreut und ich mache es wieder kaputt, aber ich muss erstmal übernachten. So viel Zeit muss jetzt einfach sein. Es tut mir leid. Obwohl ich kann ja, wenn wir schon mal dabei sind, auch mal gucken... Was? Ey, jetzt will ich einmal Heilkraut kaufen und dann gibt's das hier nicht. Ist das denn zu fassen? Das ist wahrscheinlich der einzige Warenhändler im ganzen Spiel, der kein Heilkraut anbietet. Ich bin schockiert. Ich gehe mich beschweren. Das gibt Punktabzug auf eBay, Amazon, Google und Facebook und überhaupt und überall, wo man so bewerten kann. Kann man bei allem bewerten, was ich gerade aufgezählt habe? Ja, ne? Irgendwie schon. So.
Geisterschiff. Das könnte jetzt interessant werden. Nein, Zen-Buch. Erstmal das Buch. Da, ich werde mir wahrscheinlich jetzt mein eigenes Grab schaufeln. Jetzt bestimmt, irgendwas habe ich bestimmt nicht bedacht, was jetzt noch wichtig gewesen wäre. So, warte mal, wo ist denn das Buch? Da unten haben wir es. Benutzen. Nimmt Zen-Buch. Es ist sehr schwer. Hä? Okay, was will mir das Spiel jetzt sagen? Ich übertrage das mal in die Richtung. Okay, dann versuchen wir es jetzt hier nochmal. Benutzen, nimmt Zen-Buch, es ist sehr schwer. Hä? Irgendwie kapiere ich nicht so ganz, was ich hier tun soll. Muss ich das ausrüsten? Kann nicht angelegt werden. Ich check das nicht. Denn es ist sehr schwer. Ich war jetzt hier irgendwie voll darauf gefasst, dass die sich irgendwie, keine Ahnung, verwandelt, ihre Klasse verändert oder sonst was. Und dann erfahre ich nur, dass es sehr schwer ist. Willst du mich veräppeln? Ich check das nicht. Klärt mich gerne auf. Ich widme mich mal wieder dem Projekt Geisterschiff. Jetzt habe ich da so ein Heckmeck um dieses Buch gemacht. Bin extra nochmal zurück zum Turm und jetzt weiß ich nicht, wie man das irgendwie nutzt. Oder muss das doch Maggie bekommen? Aber warum? Ach, keine Ahnung. So, was tun wir? Wir werden uns jetzt portieren und zwar nach Romali. Denn irgendwo in oder um Romali soll sich das besagte Schiff befinden. Und ich hoffe, dass ich es auch irgendwie finde. Und ansonsten, ja, werden wir ein Part haben mit viel Geschipper, Rumgeschippe, kann man das so sagen? Eigentlich nicht, ne? Und werden vielleicht völlig sinnlos leveln. Wobei, Leveln ist nie sinnlos, ne? Ja, ich weiß. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich würde schon ganz gerne das Ding heute finden und hoffe, dass es da nicht irgendwie einen miesen Trick gibt, den man auf dem Schirm haben muss. Oder dass das Ding nur nachts aufkreuzt oder so. Das wäre auch ein bisschen blöd. Aber wir gucken mal. Bisschen Zeit. Da ist es. Bist du es? Ja, du bewegst dich. Okay, es irritiert mich voll. Ey, das ist voll mein Wasser. Das ist meine Badewanne. Geh raus. Oh, oh. Okay, ich muss gerade hart an Super Mario World aus SNES-Zeiten denken. So wegen den Kanonen und dem Schiff. Auch wenn die Perspektive natürlich eine andere ist. Aber vielleicht versteht ihr, woher das rührt. So, kann ich hier irgendwie ins Loch fallen? Nö. Ah, ich sollte vielleicht nicht auf die Löcher zulaufen, weil irgendwo geht's dann bestimmt und dann weine ich wieder laut oder leise in mich hinein. So, was soll mir das Spiel jetzt sagen? Sieht man hier die... Ich dachte, man sieht jetzt hier vielleicht die Gegner und es gäbe keine Random Encounter. Man wird ja wohl noch träumen dürfen, ne? Aber das sind Gegner, die kennen wir noch sehr gut. Die Skelettins, ich weiß nicht, wie man die richtig ausspricht. Ich bin über das eine T halt so ein bisschen irritiert. Ich da immer, weil es sind zwei Skeletons, hätte ich gesagt, wenn es halt zwei T wäre. Versteht ihr, was ich meine? Ich mache mir über so komische Sachen immer Gedanken. Ja, warum sieht man jetzt hier einige Gegner oder sind die gar nicht böse? Und was bist du? Oh, du scheinst kein Geist zu sein. Du suchst auch Schätze auf dem Schiff. Ich bin ratlos, da das Schiff voller Geister ist. Aha, ich will den Boden nicht absuchen, es sei denn, da liegt was Schönes. Nee, ein Geist sind wir nicht, aber hier laufen, glaube ich, einige rum. War da unten ein Weg frei? Die sind, glaube ich, neu. Wie heißen die? Krababa? Krababa? So wie die Rhabarber-Barbara? Krababa? Kann sich da voll einreihen, ohne Wenn und Aber. Ich säusel mal ein bisschen und mit ihr. Ach, guck mal, sie hat doch auch in der letzten Folge was Neues gelernt, ne? Was war denn das nochmal? Hä? Das muss Klür gewesen sein. Alle Gegner, ja, geil. Das ist zwar super teuer, aber es ist halt auch mega cool, so. Aber warte, wo ist denn jetzt hier Monstergruppe? Genau, wir müssen ja jetzt nicht die ganz harten Geschütze ausfahren.
Denn es ist nur ein Gegnertypus. Was waren das? Ja, das war gerade Säusel, okay. Ja, da werden sich unsere Zaubermädels wieder ein bisschen austoben können. Ich check das immer noch nicht mit dem Zen-Buch, ne? Das lässt mir ehrlich gesagt keine Ruhe. Guck mal, hier sieht das aus, als käme man unten durch, aber ist nicht. Na gut, so, was ist jetzt hier mit den Monstern? Du bist gekommen, um unsere Crew beizutreten, unsere, ja? Dafür musst du zunächst zur Leiche werden. Okay, aber dann gibt's doch keine Crew mehr. Mini-Dämon. Haben wir nicht schon mal in irgendeiner Stadt so einen Dämon nachts angequatscht, der auch so aussah und uns angegriffen hat? Ja, der nervt schon so ein bisschen. Warum machst denn du so viel Schaden? Das finde ich nicht nett. Denn so wirklich viel kann der nicht. Jetzt werden wir wahrscheinlich alle sichtbaren... Oh! Gegner einmal umhauen müssen. So, warte mal. Das ist auch gar kein Thema. Ich muss nochmal gucken, ob man hier... Ne, da sucht sie den Boden ab. Weißt du, bei den Fässern guckt sie genau hin, aber vor so einer Kiste, nö, da ist bestimmt gar nichts drin. Das soll mir mal jemand erklären. Oh, ich hasse so eine Gruppenkämpfe, Zusammenstellungsdingsens. So, warte mal, wir gehen jetzt erstmal alle auf die Seeblase und du versuchst mit... Aber dass auch die ganzen Zauber alle irgendwie mit K anfangen müssen, ne? Das macht's auch nicht viel einfacher. So, warte mal, die Krabbe muss angezaubert werden. Alles andere wäre, glaube ich, harte Ressourcenverschwendung. Oder Runden- oder Zugverschwendung, je nachdem. Aber die greift an. Wenigstens nervt die nicht mit ihrer Mega-Stärkung, wie das bei so vielen Krabben sonst immer der Fall ist. Also, die kann das bestimmt auch, aber sie lässt uns damit in Ruhe. So, da vorne ist wahrscheinlich der tote Kapitän. Warte mal, habe ich hier oben nicht noch eine Treppe gehabt? Nee. Hä, war hier nur eine Treppe? Ja, ich weiß, ich habe durch meine Lauferei... nee, da unten zwei Treppen. Genau, da bist du ja doch richtig in Erinnerung. Mit welcher fange ich denn an? Also ich würde die Tür ganz oben, da beim Kapitän, die würde ich als letztes langlaufen. Prost! Ich würde sagen, wir arbeiten uns mal vom unteren Teil, ach du grüne Neune, bis zum oberen Teil durch. Ja, hier werden bestimmt wieder zig Fake-Thronen sein. Oh, was ist denn liebliche Erinnerung? Sieht aus wie so ein Goldklumpen. So ein leicht deformierter, aber Gold ist Gold und hallo, das Ding ist lieblich. Was willst du da Böses sagen? Hi. Hä, was ist denn das? Benutzen. Entlässt die schönen Erinnerungen in die Luft. Doch nichts ist hier geschehen. Hat das was mit dem Dungeon zu tun? Das muss ich bestimmt vorm Kapitän oder so einmal öffnen oder freilassen oder was auch immer. So, jetzt gucken wir wieder. Mal gucken, ob jemand aus dem Krug springt. Ja, wir kriegen Stärkesamen. Das ist gut. So, Item. Stärkus Samonus. Benutzen. Nego. Und, ey, warum ist denn das in letzter Zeit immer so enttäuschend hier? Weisheitssamen. Weisheitssamen hat den Magiewert erhöht und nicht den MP-Wert, ne? Ja, ich weiß, ich stelle mir die Frage schon zum x-ten Mal. Achso, na gut, wenn es Magie ist, dann würde ich gerne, dass sie das bekommt. Steigt um 3, ja. Wie hieß denn nochmal das Ding, was uns MP gibt? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich davon doch in irgendeiner Stadt sogar 2 gefunden? War das nicht sogar Zipango eventuell? Bin mir nicht mehr ganz sicher. So, Mini-Medaille. Warum juckt meine Nase, seit ich auf diesem Schiff bin? Ich glaube, ich habe irgendwie eine Geisterallergie oder so. So, jetzt bin ich gespannt. Ist ja noch kein Imitator. Ich traue dem Frieden hier noch nicht. Und wir hatten schon ganz schön lange keine neue Höhle, wo man dieses Spiel hier spielen kann. Den Namen schon wieder vergessen. Was ist denn Giftnadel? Eigentlich brauche ich gar nicht ins Menü zu gehen, weil das Menü mir diese Fragen eh nicht beantwortet. Hä? Warte mal. Wenn das jetzt nicht ganz am Ende war, da muss das ja irgendwo zugeordnet sein, weil ich das schon hatte, oder was? Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass mein Inventar so voll ist. Dass der das einfach irgendwie löscht. Habe ich das übersehen?
Oh, ich habe voll den Tunnelblick, ne? Also hier beim Durchgucken, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie schwer, das jetzt so zu überblicken. Ich habe keine Giftnadel gesehen, es tut mir leid. Ja, okay. Aber ein Imitator unter 5 Kisten ist okay. Ich finde, da gab es einige Dungeons, wo das Verhältnis definitiv problematischer war. Oh, hier nervt mich echt dieses MP-Absaugen so sehr, ne? Das ist eigentlich das einzige Problematische. Und die Angst natürlich, dass er, oder dass sie, also die Kiste, Maggie sterben lässt. Weil alles andere ist nicht das Thema, seit wir Chance haben. Irgendwie auch in der letzten Folge schon. Also gut, in der letzten Folge hat der Nigoya die ganze Zeit MP abgezwackt, weil sie halt alleine in dem Dungeon war, aber trotzdem nervt es, dass sie jetzt hier ständig so im Fokus ist. So, was geht hier? Wieder nicht nur eine Arbeit für Sklaven und Verbrecher. Achso, du kämpfst gar nicht. Okay, euch mag ich. Und was bist du? Gibt keine Antwort, sieht leblos aus. Okay, aber nicht so leblos wie die Viecher. Oh, ey, das sieht aus wie ein Gegner aus Lufia. Ertrinken ist ein furchtbarer Tod. Ich will nicht sterben. Okay. Das erinnert mich nämlich an diese, wie hieß denn der nochmal? Die blaue Ausführung war der Nervendolch und dann gab es noch die grüne, an die mich der da halt erinnert. Ich habe ein schweres Leben. Ich glaube, du lebst nicht mehr, oder? Hattest du eventuell ein schweres Leben? Oder meinst du tatsächlich das hier und jetzt? Ich weiß nicht. Irgendwie mag ich diesen Ort. Ich finde, der ist bisher noch relativ übersichtlich, auch wenn man relativ viele Wege hat. Und Schwierigkeit ist okay. Ich finde, der hat eine coole Atmosphäre und ich mag die grafische Aufmachung. Ja, ich bin jetzt eigentlich nicht so der Fan von so Schiffs-Dungeons. Also, die gehören auch nicht zu meinen Hass-Dungeons oder so. Ganz im Gegenteil, das ist eher so ein neutrales Ding und schwankt so ein bisschen von Spiel zu Spiel. Wir sind alle Sklaven. Aber was diese Dungeons alle gemein haben, also gemeinsam haben, ist das, okay, ist, dass die in der Regel irgendwie immer viele Schätze haben, oder? Das kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr, weil die meisten Dungeons dieser Art halt irgendwie Piratenschiffe sind und die horten halt Schätze. Oh nein, ein Sturm zieht auf. Ah. Okay, kann ich diesen armen, verwirrten Seelen irgendwie helfen? Ich glaube nicht, aber ich höre ihnen zu und ich gebe ihnen quasi die Möglichkeit, sich auszudrücken. Ja, das ist mein Beitrag, den ich hier leisten kann. Ja, ich hätte mit eigentlich Nigoya diese Merzonikans alleine machen können, lassen können. Beim nächsten Mal weiß ich es besser. Aber mal gucken, ob ich diesen ganzen Dungeon hier schaffe, ohne mich einmal heilen zu müssen. Das ist jetzt meine ganz persönliche Challenge. Mal gucken, wie weit ich damit komme. So, was geht bei dir? Ich wusste gar nicht, dass ich rudern kann. Sag mal, bilde ich mir das ein oder sind die Ruderdinger, Paddel ganz schön groß? Olivia, das Schiff geht unter. Nun werden wir uns nie mehr wiedersehen. Aber ich werde dich nie vergessen oder unsere Liebe. Ich hoffe nur, du findest irgendwie dein Glück. Oh. Soll ich hier irgendwas ausrichten? Hast du ein Foto von ihr? Wo lebt sie denn? Oh Mann, es tut mir voll leid für den. Ich weiß nicht. Irgendwie. Oh. Der tut mir auch leid, aber der mit seiner Olivia, ich weiß nicht. Ja, ich habe einmal einen Mann umgebracht. Ich konnte nichts daran ändern. Ich verdiene sicher einen Platz in dieser Crew. Aber der arme Erik war unschuldig. Oh, es tut er mir nur noch mehr leid. Warum quatsche ich die Leute wieder zweimal an? Ich lerne es einfach nicht. Ich lerne es nicht. So, der sieht auch leblos aus. Okay, wo kam ich jetzt her? Von da unten. Hier im unteren Raum, da war die Kiste. So, was haben wir hier oben? Da wäre ich als nächstes runtergegangen. Aber dann habe ich auch nicht viel mehr. Oder war da oben noch eine Treppe? Ich glaube nicht. Nö. Dann können wir jetzt eigentlich schon hoch zum Kapitän. Die Encounterrate ist gerade sehr freundlich. Was ist denn da los? Womit hängt das zusammen, dass jetzt hier kaum Kämpfe kommen? Ich weiß nicht. Mein Boot trotzt jedem Sturm. Ja, okay. So, warte mal. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Das Ruder dieses Schiffes bewegt sich von selbst. Okay, ich habe jetzt keine Wege mehr. Meine Vermutung ist, dass ich mit diesem
Warte, wie hieß das? Wo ist denn das? Hier. Mit der lieblichen Erinnerung was machen muss. Ich benutze das mal. Entlässt die schöne Erinnerung in die Luft. Doch nichts ist hier geschehen. Hä? Okay, dann bin ich mir gerade sehr unschlüssig, was ich hier tun soll. Haben wir denn jemanden, der seine Erinnerung verloren hat? Weil eigentlich erinnern die sich doch alle an ihre Story. Obwohl, warte mal, der eine, der meinte, ich wusste gar nicht, dass ich rudern kann. Ist das vielleicht irgendwie so ein versteckter Hinweis? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Aber warte mal, ich werde mal versuchen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen ätzend ist, falls das der falsche Ansatz sein sollte, diese Erinnerung an der einen oder anderen Stelle mal rauszulassen. Wobei, warte, was habe ich denn sonst noch bekommen? Ich habe vor nicht allzu langer Zeit noch diesen Knochen bekommen. Was ist denn, wenn ich mit dem irgendwas mache? Okay, was stand da? Hält Seemanns Knochen an der Kette? An der Kette? Hä? Keine Ahnung, kann ich vielleicht bei den Kanonen irgendwas abfeuern oder so? Nee, da sucht sie nur den Boden ab. Kann ich vielleicht mit den Ketten interagieren? Das geht auch nicht. Gibt es hier irgendwas? So, warte mal. Dann werden wir jetzt hier mal versuchen, auch wenn ich nicht glaube, dass das Rätsels Lösung ist. Nö. Das bringt mir hier nichts und das wahrscheinlich auch nicht. Okay. Ja, das muss jetzt wahrscheinlich mega ätzend sein für diejenigen, die wissen, was man hier tun soll, aber ich gehöre leider nicht zu diesen Leuten. Deswegen müssen wir mal gucken, dass ich hier und heute irgendeine Lösung finde. Denn ich möchte diesen Part... Oh, der ist aber komplett neu. Sein Vorgänger kennen wir. Der hat uns bisher auch keine großartigen Probleme bereitet. Aber, guck mal, die hier halten schon mal ein bisschen mehr aus. Ja, Schaden ist okay, ne? Aber das war sicher auch nicht sein stärkster Angriff. Also der kann bestimmt noch mehr. So, aber gut, dass wir uns auch mal kennengelernt haben. So, was jetzt? Ich gehe nochmal hier gucken. So, hier liegen einige am Boden. Warte mal, vielleicht muss ich bei diesen, die so leblos aussehen, irgendwie was machen. Irgendwie könnte ich mir jetzt doch vorstellen, dass in diesem Raum irgendwie eine Lösung auf mich wartet. Oder ich muss mich eventuell irgendwie fallen lassen irgendwo. Ich weiß es überhaupt gar nicht. Oder ich habe irgendwas übersehen. Warte mal, es gab ja irgendeinen Raum, wo ich die Vermutung hatte, dass es nach unten weitergeht. Das war aber oben gewesen. Warte. Liebliche Erinnerung. Vielleicht muss ich das auch bei dem einzigen Menschlichen machen. Vielleicht muss ich mit dem aber auch mal sprechen, nachdem ich das Item jetzt gefunden habe. Oder habe ich beim letzten Gespräch das Item schon gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, ich bin eigentlich mit dem Analogstick einmal nach unten gegangen. Aber das ist trotzdem jetzt alles so, wie ich es mir gewünscht hatte. Dann ist okay. So, warte. Dann gehen wir jetzt nochmal hier hin. Und schauen mal, was der Typ zu erzählen hat. Leider genau das Gleiche. Ich bin mir nicht sicher. Was soll ich hier tun? Item. Liebliche Erinnerung. Oder muss ich mit dem Knochen... Vielleicht war das nämlich der eigentliche Schatz. Wahrscheinlich muss ich mit diesem Item irgendwem anders helfen. Und das hat am Ende gar nichts mit dem zu tun, was wir hier auf dem Schiff haben. Das wäre auch noch so ein Ansatz. Warte mal. Die Story, die hier am eindringlichsten war, war eigentlich... Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich schwöre euch, ich wollte ihn nicht nochmal anquatschen. So, ergibt eigentlich wenig Sinn, obwohl... Die schönen Erinnerungen...
Also, das heißt ja nicht, dass man das bei jemandem anwenden muss, der seine Erinnerungen zwingend verloren hat, aber was heißt das denn, wenn... Nein, warte mal, falsche Taste. Stehe ich bestimmt wieder zu weit weg, weil der gerade so einen Schritt nach links gelaufen ist. Nee, also je länger ich hier verweile und irgendwas probiere, desto eher glaube ich... Warte mal, der Raum hier ist auch noch auffällig, dass ich hiermit nicht weiterkomme. Aber ich habe, ehrlich gesagt, keinen Anhaltspunkt, wo ich das ausprobieren könnte. Was kennen wir du? With the Drunken Sailor. Ich weiß, im Lied heißt das eigentlich What Shall We Do, aber trotzdem. Ich weiß es doch auch nicht, Kinders. So saget mir, was kann ich tun? So, warte mal, ich kann... obwohl, ich muss eigentlich gar nicht meine ganzen MP jetzt für sowas verwursten. Ich will was Eisiges zaubern. Und zwar auf die Krobben. Auf den Säusel, die wahrscheinlich... obwohl, so viel Schaden macht das gar nicht. Ich würde das sagen, auf den Säusel, die wahrscheinlich so gut wie finishen wird. Aber Samantha ist unsere Zauber-Damage-Dealerin. So, die nächste Frage ist wie komme ich denn überhaupt vom Schiff runter? Kann ich vielleicht die Ruder irgendwie anrudern, hätte ich gerade fast gesagt. Was ist mit dem hier? Ja, es wird auch nichts bringen. Ich weiß, aber ich muss das jetzt probieren, weil ich möchte diesen Ort eigentlich nicht verlassen, nur um später festzustellen, dass ich hier irgendwas ausgelassen habe. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich werde jetzt gehen. Ich weiß nur nicht, wohin. Hatte bei den Piraten vielleicht irgendwer... bei den Piraten kann ich mir nicht vorstellen, dass ich richtig bin. Weil wir dort ja auch schon eine Kugel gefunden haben. Warte mal, ich muss mal erstmal gucken, ob ich überhaupt von dem Schiff hier runterkomme. Oder muss ich irgendwas mit den Kugeln machen? Kann ich die irgendwie verschieben oder so? Aber jedes Mal, wenn ich über die drüber gelaufen bin, hatte ich ja keinen Widerstand oder so. Die sind am Ende wahrscheinlich einfach nur Zierde. Ich weiß nicht. Ich bin doch so überfordert. Was wissen wir denn über das Geisterschiff? Ich höre zu unaufmerksam zu. Ich könnte aber auch sagen, die Pausen sind zu lang, aber dann würde ich das schon wieder so von mir wegschieben. So. Das Ding hier sieht komisch aus. Hier probiere ich jetzt auch nochmal eine liebliche Erinnerung. Okay. Hätte ja sein können. Man weiß es nicht. So, hier ist... okay. Ich komme also wieder raus. Und jetzt? Also ich kann hier jederzeit wieder hin. Ich check das echt nicht. Bewegt sich von selbst. Warte mal, vielleicht stand ich auf der falschen Seite. Ihr seht, ich bin aus der Verzweiflung heraus, probiere ich komische Dinge, die mich am Ende so gut wie gar nicht weiterbringen. Aber wo soll ich ansetzen? Vor allen Dingen, das Ding ist, ich kann, glaube ich, nicht mal zu den Piraten hinporten. Aber ich glaube auch nicht, dass dort das Rätsel zur Lösung auf uns wartet. Was ist denn mit diesem Simon und mit dem Gefängnis? Was hier in Samanosa, glaube ich, gehört haben. Haben wir da nicht seinen Sohn sogar getroffen? Ich bin völlig ratlos. Was soll ich tun? Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Okay, Leute, ich bin ziemlich durch mit dem Part. Immerhin, wenn ihr das jetzt noch hört, was ich sage, dann kann ich schon mal froh sein, dass das Ding nicht abgestürzt ist. Ich hätte den Punkt niemals gefunden. Ich glaube, dass es in-game auch kein Hinweis darauf gab, aber da kann ich mich eventuell auch täuschen. Auf jeden Fall weine ich gerade meiner Zeit hinterher. Ich sage euch, was ich gemacht habe. Also ohne euch habe ich erstmal gar nichts gemacht, außer ein bisschen geguckt, weil ich wirklich keinen Anhaltspunkt hatte. Ich habe mich jetzt nach Noanils geportet, ja, da bin ich jetzt gerade so.
Und auch wenn meine Uhr mir jetzt anzeigt, dass ich bei knapp 1,5 Stunden jetzt bin, weil, wie gesagt, ich habe auch noch mal kurz in einen anderen Part reingeguckt, wo ich dachte, dass ich vielleicht einen Hinweis bekommen könnte. Mir ist dann nämlich noch eingefallen, dass ich ja diesen einen Hinweis damals auch bekommen habe, irgendwie mit den 4 Bergen oder so. Das war in dieser Folge, wo ich dieses riesige Waldgebiet ausgekundschaftet hatte und da irgendwie nicht so ganz hintergestiegen bin. Ich dachte, dass es vielleicht damit was zu tun hat, aber ja, keine Ahnung. Oh, jetzt taucht er hier also auch auf hoher See auf. Also sorry, wenn die Folge jetzt außerordentlich lang ist oder außerordentlich kurz. Ich habe jetzt so lange überlegt und geguckt und nochmal versucht, Revue zu passieren, dass ich zeitlich völlig raus bin. Also das ja, ist dann halt so. Aber ich möchte ganz gerne diesen einen Punkt, von dem ich sicher wäre. Also ich sag mal so, wenn ich mich jetzt so zurückversetze in meine Kindheit, ne, weil das Spiel hat ja auch nur ein gewisses Alter, zu Zeiten, wo es noch kein Internet gab und als ich Kind war, gab es das tatsächlich auch noch nicht, dann wäre hier der Punkt gewesen, wenn ich da nicht zufällig irgendwie reingeschippert wäre, wo ich wahrscheinlich längst aufgegeben hätte. So, warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Ich glaube, man muss jetzt nämlich hier nach links abbiegen. So, eigentlich diese ganzen Ecken hier, die kennen wir alle so gesehen schon. Ich glaube, ist das nicht sogar südlich von mir, dieses riesige Waldgebiet? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall will ich jetzt gar nicht mehr nach links und rechts gucken. Ich will jetzt nur diesen einen besagten Punkt erreichen und gucken, was als nächstes passiert. Und dann speichern wir ab. Und ich hoffe, dass, wenn man dort angekommen ist, dass man auch irgendwie erfährt, wo es weitergeht. Weil sonst bin ich im nächsten Part genauso aufgeschmissen, wie ich das jetzt hier gerade schon bin. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also ich meine, das zeichnet ja irgendwo auch diese Dragon Quest-Spiele aus, dass du hier so viel Freiheit hast. Also ich glaube, so für damalige Verhältnisse ist das echt schon was Besonderes, dass du wirklich komplett frei und auch so früh im Spiel eigentlich die ganze Welt bereisen kannst und auch frei bist scheinbar in der ein oder anderen Reihenfolge, wie du die Dinge angehen willst. Aber wenn du so gar keine Hints hast, also wenn du dich dann nicht irgendwie mit Stift und Zettel bewaffnest und dir jeden Hinweis irgendwie zu Herzen nimmst oder notierst, dann wird es schwierig. So, hier ist jetzt nämlich der Punkt. Wenn ich jetzt weiter nach links schippere, dann passiert was. Also, ich zeige euch gleich nochmal auf der Karte, wo ich bin, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Gab es irgendwo ein NPC oder keine Ahnung wen, der uns darauf hingewiesen hat, dass hier was sein könnte? Also, ich weiß ja nicht. Hier bin ich jetzt. Ich weiß es nicht. So. Aus dem Nichts ist ein trauriges Lied zu vernehmen. Plötzlich zwingen starke Winde das Schiff zur Umkehr. So, und jetzt muss man hier nämlich... Warte mal, ich hoffe, starte in das Wasser. Ich wollte eigentlich gar nicht ins Wasser starren, aber jetzt... Jetzt wird, glaube ich, hier was passieren. Nee, warte mal, bin ich zu weit weg? Ich meine, dass das hier nämlich der Punkt war... Nochmal? Hä? Okay, check ich gerade nicht. Hä? Okay, ich bin völlig überfordert gerade. Warte mal, vielleicht muss ich jetzt hier stehen bleiben? Oh, das ist doch irgendein anderes Item, aber ich meine, dass das... Ach, hier! Ach so, guck mal, da musst du auch noch genau da stehen bleiben, wo dich der Wind hinbläst. Also das sind so Kleinigkeiten, für mich echt nicht greifbar, wie man darauf kommen soll. Auf einmal umgibt Erik und Olivias innige Liebe die Landschaft. Oh, da ist sie. Kriegt das Ganze noch ein Happy End? Irgendwie... Oh, Erik, mein Geliebter, ich habe so lange auf dich gewartet. Meine liebe Olivia, nie wieder sollen wir getrennt werden. Oh, Erik. Oh, das ist schön. Das freut mich, das erwärmt mein Herz gerade ein bisschen nach all dem Kummer und all dem Stress. Olivias Fluch wurde aufgehoben. So, wo ist jetzt meine Kugel?
Gibt's jetzt keine? Ach, warte mal. Kann es sein, dass dieser Bereich hier früher gar nicht begehbar und betretbar war? Ich glaube, das könnte hier eine komplett neue Ecke sein. Also ich will es jetzt nicht beschwören. Warte mal, wir gucken mal, was hier drin ist. Oh, weißt du, diesen Einschritt, den hättest du mir ja jetzt wohl noch gönnen können, Spiel, oder? Ich glaube, das wird irgendwie eine Folge mit hart Überlänge. Weil ich weiß noch, ich wollte eigentlich, nachdem ich mit dem Schiff durch war, nur mal eben gucken, was ich mit dem Item noch mache. Hatte irgendwie die Hoffnung auf einen Geistesblitz oder dass irgendwas noch passiert. Hier sind wir neu. Okay, ihr Lieben, ich habe ein bisschen Bammel vor der nächsten Folge, weil ich nicht weiß, was passiert und nicht weiß, ob sich vielleicht das Dilemma von heute wiederholen könnte. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich den Part rette, dass mir hier nichts abstürzt. Und dann lassen wir uns beim nächsten Mal überraschen, ob ich weiterkomme, wie ich weiterkomme, wie lange das dauert und alles und überhaupt. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr heute mit dabei gewesen seid und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut, ihr Lieben, und bis denn. Ciao!